Ganz herzlich willkommen zu Plenum TV hier bei ESA TV. Die letzte Plenarsitzung vor den bayerischen Kommunalwahlen wurde natürlich genutzt, um noch einmal grundsätzliche Positionen und populäre Maßnahmen zu platzieren. Dazu gehörte auch die Neuregelung des Abgeordnetengesetzes. Über alle Parteigrenzen hinweg setzt man jetzt auf Transparenz und Kontrolle durch den Rechnungshof. Bayern verfügt jetzt über eines der schärfsten Abgeordnetengesetze. Wir können es unter das Motto stellen: Wir wollen Transparenz schaffen. Mit einem besonderen Ethos vorangehen. Ein Abgeordnetengesetz sorgt für Transparenz und für klare Regeln. Ein weiteres Thema wird kontrovers gesehen. Die SPD will öffentliche Aufträge zukünftig nur an Tarifpartner erteilen lassen. Kein Lohndumping auf öffentlichen Baustellen, heißt es. Ausgerechnet die öffentliche Hand, der Staat, sollte mit gutem Beispiel vorangehen und einfach auch für die Leute, für die er Verantwortung trägt, als Auftraggeber oder auch als Arbeitgeber, gute Löhne zahlen, um halt einfach zu vermeiden, dass Dumpinglöhne bezahlt werden, dass sie die Unternehmer gegenseitig unterbieten. Jetzt sage ich es also als Unternehmensfrau, ich wünsche mir das einfach, um andere Unternehmen dazu zu zwingen, hier wirklich eine offene Arbeit zu leisten, und nur dann kann man irgendwann im echten Wettbewerb sein. Der SPD-Gesetzesantrag zu Mindestlöhnen bei öffentlichen Ausschreibungen wurde abgelehnt. Ein weiteres Thema betrifft das Instrument der Volksabstimmung. Die Freien Wähler wollen sie in die Verfassung aufnehmen lassen. Stichwort: mehr Bürgerbeteiligung an der politischen Willensbildung durch Volksabstimmungen. Wir haben als SPD ja den Gesetzesentwurf eingebracht, dass eben Volksbefragungen durchgeführt werden sollen. Aber das ist ja leider auch nicht durchgegangen. Ich meine, in unserer aktuellen Zeit, im 21. Jahrhundert, ist es durchaus ein legitimes Mittel, einfach erstens mal der Politikverdrossenheit entgegenzuwirken, Transparenz herzustellen und einfach auch wirklich den Dialog zwischen Politik und Bürgerinnen und Bürgern auch über die Wahlen hinaus zu gestalten. Ja, Volksabstimmungen, wenn es denn spannend ist, und da gehe ich davon aus, wenn es regional um ein Problem geht, dann sind die Bürger natürlich auf dem Weg, und es ist auch gut so. Anders heißt, wenn ich so flächendeckend sehe, dann habe ich schon eine Meinung, dass ich mir denke, dann wird es wieder nicht angenommen. Das war Plenum TV mit den aktuellsten Themen und Meinungen aus dem Münchner Maximilianeum hier bei ESA TV.